Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ihr habt es euch ja schon so oft gewünscht und ich habe mich immer davor gedrückt, aber ich mir dachte, ich kann es einfach nicht. Ja? Und zwar, es geht um den Babyboomer. Und das, was ihr hier seht, ist der erste Babyboomer ever, den ich gemacht habe. Also ich habe ihn ja schon mal probiert mit Gel, hat er gesagt, bis so. Habe ich gesagt, nein, den Scheißdreck mache ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und jetzt habe ich hier das Acrylgel von der Kathi mir bestellt. Und mit dem habe ich es probiert und es ist okay, würde ich sagen. Also es ist noch nicht perfekt, aber es ist okay. Und es war ja auch meine rechte Hand und ich bin ja Rechtshänder. Also hoffe ich, dass das heute was wird. Und ich mache euch heute eine Babyboomer auf meiner linken Hand. Und ja, ich hoffe, das wird was. Da werden wir nun. Was wir dazu brauchen, ist einmal ein Haftgel. In meinem Fall das Optimo. Dann brauchen wir das Acrylgel, das Acrylgel in Milky White, das Acrylgel in Baby Pink und als Flüssigkeit dazu das Isopropanol, weil man braucht ja bei Acrylgel eine Flüssigkeit. Auf meinen Nägeln sind schon die Schablonen angebracht. Natürlich habe ich vorher meine Nägel gefeilt, Nagelhaut zurückgeschoben und sichtbare Nagelhaut entfernt. Und ich habe auch schon das Haftgel drauf getupft. Und jetzt tue ich das Haftgel noch einmassieren. Und dann kommt das auch schon in die Lampe, weil bei Acrylgel braucht ihr auf jeden Fall einen Haftuntergrund. Zuerst habe ich mir überlegt, ich mache euch das Video in Echtzeit. Dann habe ich gedacht, nein, scheiße, das dauert viel zu lange. Ja, das habe ich nicht die passende Geduld dafür. Also habe ich mir gedacht, werde ich es dann einfach im Zeitraffer machen und es euch dazu synchronisieren. So, Haftgel war in der Lampe drinnen und jetzt fange ich an mit dem Milky White. Das hole ich mir mit Spatel aus dem Tiegel raus. Ist super einfach, wenn du schon die Schablonen auf der anderen Hand hast. Du kannst den Tiegel da super halten. Und nehme einfach eine möglichst passende Menge von dem Acrylgel und lege es mir so vorne auf die Schablone zwischen Nagel und Schablone, lege ich mir das ab. Nicht vergessen, es ist mein erster Babyboomer, also eigentlich mein zweiter, weil die rechte Hand gestern war mein erster und das ist jetzt mein zweiter Babyboomer. Also man braucht noch ein bisschen Übung, aber es ist mit dem Acrylgel wirklich lässig zu arbeiten. Ja, also man gibt sich einfach die passende Menge mit dem Spatel auf die Schablone drauf. Das Positive bei Acrylgel ist, dort wo ich es hin tue, dort bleibt es. Ihr seht, ich hantiere da die ganze Zeit damit herum und es verrinnt nichts, es tut sich nichts. Das ist wirklich super praktisch, weil wenn man Acryl verwendet, das trocknet ja an der Luft. Gerade im Sommer muss man sich dann ein bisschen beeilen und bei Gel kannst du das auch nicht einfach auflegen und dann Ewigkeiten herum dudeln, weil dann rinnst du überall hin, wo du es nicht brauchst. So, jetzt nehme ich meinen Gelpinsel, habe ich da. Und zwar, es ist ein 6er Gelpinsel. Wo ist er? Da ist er. Ein Katzenzungenpinsel mit nicht allzu langen Haaren und auch nicht zu kurzen Haare. Also für mich ist der ideal, aber da müsst ihr euch durchprobieren, was für euch passend ist. Und damit gehe ich mit dem Pinsel ein bisschen in den Isopropanol, dann tupfe ich ihn ab. Es darf nicht zu nass sein und auch nicht zu trocken. Wenn es zu trocken ist, merkt man das sofort, weil dann kleben die Haare am Pinsel fest. Und jetzt patsche ich mir das dorthin, wo ich es brauche. Ich möchte wieder betonen, ich bin keine Acryltante. Ich tue mir mit dem halt ein bisschen schwerer. Aber mit ein bisschen Übung geht das total easy cheesy. Also ich habe mir heute schon wesentlich leichter getan als gestern. Und zuerst tue ich eben den Verlauf verblenden. Ja, also dann nach hinten tue ich das ein bisschen verblenden. Und dann tue ich mir vorne ungefähr die Form machen. Ja, ihr wisst ja mittlerweile, ich bin eine, die gerne feilt. Ich feile mir gerne einen Wolf, mir ist das egal. Die Nägel sind da, ich modelliere sie auch viel länger, als ich sie brauche.
Und die Form feile ich mir, also modelliere ich mir jetzt nur ungefähr, weil ich bin ja eben die gelernte Geltante, ich bin halt eben die Geltante und Geler formen mit der Feile, Acryler formen mit dem Pinsel. Und wenn man da so eine Mischung jetzt hat, dann weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Mache ich das jetzt nur ungefähr. Es ist auch nicht schwierig, das Ganze zu modellieren und so. Ich nehme euch da jetzt nicht bei jedem Nagel mit. Ich mache da jetzt ein bisschen einen Zeitraffer, weil wie es funktioniert, wisst ihr eh. Also wie gesagt, überall das einfach verblenden, ungefähr die Form modellieren und auch schauen, dass er lang genug ist und nicht zu kurz wird oder sonst irgendwas. Aber das ist halt so wie immer bei den Schablonen. Man kann es auch andersrum machen, dass man zuerst das Make-up-Gel verwendet und dann das White. Ich tue mir aber so leichter, anders müsste ich es einmal probieren. Aber ich finde es so einfach einfacher, wenn man nachher eben mit dem farbigen drüber geht und dann kann man es auch schön auslaufen lassen. Das kommt dann in die Lampe rein. Man muss es nicht ganze 2 Minuten aushärten. Bei der ersten Schicht reicht es, wenn man es nur ein bisschen anhärten lässt. Und jetzt geht es weiter mit dem Baby Pink. Das ist ein Camouflage-Acrylgel. Ich will immer Gel sagen. Es ist ein Camouflage, also ein Make-up-Acrylgel. Seht ihr an der Farbe? Ich mag die Farbe Baby Pink sehr gern. Passt eigentlich zu gut wie jedem Hauttyp. Also bei meinen Mädels passt es eigentlich ganz gut. Bei mir passt es auch ganz gut. Deswegen finde ich das Baby Pink eigentlich wirklich, wirklich für fast alle passend. Ich hatte noch keine Kundin, wo es nicht gepasst hat. Ich gebe euch die Links natürlich für die Produkte, die ich verwendet habe, gebe ich euch unten in die Infobox rein. Ich stelle euch alles in die Infobox rein, da braucht ihr dann nur mehr draufklicken, wenn euch die Produkte interessieren. Ihr könnt mir auch gerne jederzeit Fragen zu den Produkten stellen, die ich da verwende. Aber ich verlinke euch, wie gesagt, alles, was ich verwende, unten in der Infobox. Und habe jetzt eben auch mit dem Spatel das Acrylgel auf alle vier Finger sind es in dem Fall, weil den Daumen habe ich dann extra gemacht, aufgetragen. Und jetzt fange ich dann wieder an, es mit dem Pinsel leicht feucht zu bearbeiten und zu modellieren. Wichtig ist, dass man nicht in die Nagelhaut kommt. Aber das ist bei jedem Produkt wichtig, das wisst ihr sowieso. Sollte trotzdem mal was passieren, kann man es dann einfach mit einem Spatel oder mit Nagel, ich bei meinem Nägeln mache ich es mit meinen Nägeln, kann man es einfach dann wegtun. Und jetzt wird dann auch eben die passende Stärke modelliert. Da ist es halt wichtig, da muss man sein Material halt dann ein bisschen kennen, dass man wirklich immer die passende Menge an Material aufnimmt und auch auf den Nagel aufbringt. Damit man dann nicht nachsetzen muss. Weil wenn ich jetzt mitten drunter drauf komme, ich müsste nachsetzen, ist das natürlich blöd, weil ich müsste ja das Spatel dann in das nasse Acrylgel reindrücken und das wär's dann. Ne? Dann kann ich alles nochmal modellieren. Ich habe es bis jetzt geschafft, nicht nachsetzen zu müssen. Schaue jetzt eben drauf, dass ich nicht zu viel Produkt auf der Seite habe. Und verblende das Milky Pink mit dem Milky White. Ich finde es mit Milky White schöner. Man kann einen Babyboomer theoretisch auch mit einem strahlenden Weiß machen. Ist mir dann aber ein bisschen zu hart. Und man braucht ja bei den Milky-Tönen, die harmonieren einfach besser miteinander, finde ich. Mir gefällt es einfach besser. Und man kann es dann auch schön ausstreichen und es ist einfach, ich finde, es harmoniert besser. Aber das kann jeder machen, wie er will. Man kann theoretisch einen Babyboom auch mit Gelb-Grün machen. Why not? Ist halt dann ein flashiger Babyboom, ein Grisou-Boomer. Und mal was anderes. So, den Rest tue ich euch dann wieder im Schnelldurchlauf machen. Weil, wie gesagt, das Video sonst viel zu lange geworden wäre und ich wüsste jetzt gar nicht, dass ich eine halbe Stunde lang quatschen sollte. Ich
finde das Material super. Ich bin total begeistert von dem Acrylgel. Ich habe auch schon meine nächste Bestellung fertig und werde vermutlich auch komplett darauf umsteigen. Das Ganze kommt dann natürlich für 2 Minuten in die Lampe rein. Danach, wenn es rauskommt, entfernt man die Schablonen und das muss dann abgecleanert werden. Ich finde, die Schablonen gehen sehr gut runter, bisschen Formelei natürlich. Das Acrylgel hat, wie gesagt, eine Schwitzschicht, sprich, man muss es abcleanern, na, damit ich es rauskriege. Ah, verdammt! Ja. Und sobald es gecleanert ist, dann geht es auch schon ans Feilen. Das habe ich euch auch im Schnelldurchlauf aufgenommen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Das Feilen, wie gesagt, habe ich euch auch im Schnelldurchlauf aufgenommen, weil ich gehe davon aus, ihr wisst, wie man feilt. Wenn nicht, kann ich euch gerne ein Video dazu machen. Aber ich finde, ein 30-Minuten-Video ist halt einfach zu langwierig und ich glaube auch nicht, dass euch das interessiert. Ihr könnt es mir aber gerne in die Infobox schreiben, ob es euch interessiert. Ich mache euch gerne ein Echtzeitvideo. Ich lasse euch auch gerne die Kamera mitlaufen, wenn ich eine Kundin da habe. Ohne Ton selbstverständlich, wegen dem Datenschutz und so. Aber das kann ich euch gerne machen. Schreibt es mir einfach in die Infobox, was ihr euch wünscht. Und ich werde versuchen, euren Wünschen nachzukommen. Das Produkt lässt sich super gut befeilen, also genauso wie Gel. Und dadurch, dass man ja beim Auftragen schon die passende Menge oder so nimmt, ja, braucht man auch viel weniger feilen. Also ich feile ja immer wieder ein bisschen was weg, wenn ich feile bei den normalen Gelnägeln, aber bei Acrylgelnägeln, muss man viel weniger feilen. Es geht irrsinnig leicht zum Feilen, wie eben Gel, nicht so hart wie Acryl, weil ich hasse Acrylfeilen. Ich mag Acrylfeilen gar nicht, außerdem, nein, das macht so komische Spuren und, nein, das mag ich nicht. Und mit dem Acrylgel finde ich das einfach grenzgenial. Danach wird noch gebuffert und entstaubt. Und dann war es eigentlich schon wieder. Wir sind da schon im Endspurt drinnen. Wichtig ist eben, dass man nach dem Feilen noch buffert, aber auch das tut man immer. Ich schaue mir meine Nägel immer von oben, unten, rechts, links an, damit ich das auch halbwegs gleichmäßig kriege, weil wenn man sich selbst die Nägel macht, ihr wisst, ist es ein bisschen anders. Und zum Schluss, nach dem Buffern, kommt noch das Flex Finish Bloodless, auch von Taylor Nails. Auch das verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Kommt dann noch drauf. Das ist ein Finish-Versiegeler ohne Schwitzschicht. Wird in der Beschreibung steht, 90 Sekunden braucht er zum Aushärten. Ich habe ihn aber, glaube ich, 120 drin gelassen. Also, das hat ihm jetzt nicht geschadet. Und der glänzt auch irrsinnig schön. Es gibt von Tailored Nails, also diesen Bloodless, der ist so ein bisschen milky white, wie ihr es seht. Und dann gibt es noch einen, der ist Rosé, und zwar heißt der Trinity. Ich weiß nicht, aber ich verlinke ihn euch unten. Mir fällt jetzt ums Verrecken nicht ein, wie der heißt. Aber der ist ein bisschen Rosé. Ist auch sehr hübsch, also man kann entweder das Weiße oder das Rosé nehmen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin ganz zufrieden, am Ringfinger ist ein bisschen zu viel rosa und der kleine Finger ist mir ein bisschen zu kurz geraten. Aber meine Güte, sind ja nur meine Hände. So meine Lieben, das war mein Babyboomer-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder ihr könnt mich abonnieren oder schaut euch einfach meine anderen Videos an, teilt das Ding, was auch immer ihr damit machen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video und sag bis später. Tschüssi, Baba.